Ja, ich habe tatsächlich auf meinem 3D-Drucker eine CD gedruckt. Innerhalb von 28 Minuten habe ich diese dann auf meinem Prusa MK4S gehabt. Natürlich auch auf meinem Bambulab A1 Mini. Was vielleicht noch interessant wird, es ist nur fraglich, ob dies denn auch in einem Laufwerk funktioniert und ob wir Daten darauf lesen oder schreiben können. Es ist auf jeden Fall eine Idee, die absurd ist. Und das Ergebnis schauen wir uns in diesem Video mal an. Allerseits. Nun, ich denke mal, dieses Video wird eher ein kleines Video, damit die Spannung für das nächste Video höher ist. Ah ja, der nächste Woche kommt ein Review zu Switch 2. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne für vieles weitere Technik-Sachen hier und so drum und dran. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. CDs und 3D-Drucker. Nun, eine Sache, die uns 3D-Drucker ermöglichen, ist, unsere kaputten Sachen kostengünstig zu reparieren. Figuren und nützliche Gegenstände einfach zu Hause ausdrucken. Und die Prusa-Drucker machen da bei mir einen wunderbaren Job. Ah, das hört sich hier fast nach Werbung an. Aber wie ich es immer wieder betont habe, ich mache keine Sponsorwerbung. Aber keine Sorge, mein eingestaubter Bambulab A1 Mini kommt ja dann auch in Verwendung. Nun gut, aber ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr generell an so der Technik der CD interessiert seid, dass ihr mein Tech Inside Video zur CD anseht. Damit ihr hier auch einige Sachen einigermaßen kapiert. Was ich aber in diesem Video nicht gesagt habe, ist, woraus so eine CD besteht. So eine CD ist aus Polycarbonat gefertigt, was im Prinzip ja Plastik ist. Okay, irgendwelche Chemiker schimpfen jetzt wahrscheinlich, dass es dies und das ist, aber hey, es merkt bestimmt keiner, dass ich hier PLA genutzt habe, statt wirklich Polycarbonat zu kaufen. Denn 3D-Drucker kreieren eben aus dem Filament diverse Plastikteile. Und da wäre es naheliegend, dies auch mit einer CD zu versuchen. Doch erstmal eine Datei zu finden, hat etwas gebraucht, bis ich eine gefunden habe. Auf Printables habe ich nichts gefunden. Aber auf Thingiverse wurde ich fündig. Und diese Datei hat wirklich eine richtige Rundung. Wenn ich selber versucht hatte, hier ein Modell zu machen, hat die CD auf einmal Kanten bekommen. Naja, auf jeden Fall habe ich die Datei in meinen Slicer gepackt. Und da ist aber auch was Wichtiges, was ihr beachten müsst. Denn die Schichthöhe wäre am besten die mit zu beachten. Eine CD ist 1,2 mm dick. Und dass eine Schichthöhe verwendet wird, die dann auf etwa 1,2 mm dann herauskommt. Heißt, eine 0,2 mm Schichthöhe ist geeignet. Denn dies mal 6 genommen, kommen wir auf 1,2 mm. Oder 0,1 mm gehen auch. Ich frage mich nur, ob dies wirklich so genau ist bei allen Druckern. Aber egal. Ich habe dann das Infill auf 100% gemacht und einfach dies an meinen Drucker übertragen und losgedruckt. Nach etwa 28 Minuten auf dem MK4S habe ich eine 3D gedruckte CD gehabt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich den verwende. Nun, der MK4S hat eben die Wegezelle, was den Z-Abstand automatisch kalibriert und wir eine ebene Fläche dann haben. Des Weiteren ist es auch der einzige Drucker hier mit der Wegezelle, wo ich ein glattes Stahlblech habe. Ich hatte zwar ein glattes Stahlblech für meinen Prusa Mini Plus, aber da muss ich den Z-Abstand selber einstellen, was das Ergebnis für diesen Test, denke ich mal, beeinflussen kann. Also, dann habe ich hier eine CD aus dem 3D-Drucker. Nun, jetzt wird es nämlich spannend, denn jetzt wollen wir natürlich diese ausprobieren. Aber vorher will ich etwas sagen, was ich schon die ganze Zeit mal vor laufender Kamera sagen wollte. bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich habe die CD dann hier mal in meinen CD-Player eingelegt, um zu sehen, ob etwas kommt. Und wie ich es fast vermutet habe. Er sagt, dass keine CD eingelegt ist. Okay, schätzeshalber habe ich dann eine weitere CD auf meinem Bambulab A1 Mini gedruckt und das hier in grün mit dem texturierten Blech. Mal sehen, was da rauskommt am CD-Player. Naja, also wundern tut mich das ja mal gar nicht. aber die Wahrheit ist, dass auch darüber nichts gelesen werden kann. Egal ob
plattes oder texturiertes Blech. Aber vielleicht mute ich dem Player auch gleich zu viel zu. Oder es sind geheime Daten schon drauf, die uns Brusa und Bambulab auf ihren Druckplatten verschwiegen haben. Also ab in ein externes CD-ROM-Laufwerk an meinen Mac und es scheint so, als ob das Laufwerk tatsächlich was für eine Disk liest. Oh, was werden wir da nur dann drauf haben? Aber die bittere Wahrheit ist, dass auch hier nach 5 Leseversuchen das Laufwerk aufgibt und sagt, dass keine Disk eingelegt ist. Okay, es funktioniert nicht auf einem CD-Player, nicht auf einem Mac mit einem CD-Laufwerk. Aber was ist denn mit einer Spielekonsole und einem Windows-Rechner? Nun, ich habe hier meinen Windows XP-Rechner für ausgepackt. Der Hauptgrund dahinter ist der, dass hier einige Programme fürs Brennen drauf sind. Um genau zu sein, ist da einiges an der Nero-Software drauf. Und hier habe ich die 3D-gedruckte Disk eingelegt, aber Windows XP sagt, dass dort keine Disk eingelegt wurde. Naja, kann sein, dass das System sagt, dass nichts eingelegt ist, da nichts drauf ist. Ich habe dann einfach mal versucht, eine Audio-CD zu brennen. Aber auch hier wird gesagt, dass keine Disk eingelegt wurde. Und fast egal bei irgendetwas, es ging damit gar nichts. Ich konnte das Laufwerk nicht mal auf Drehzahl bekommen, um wenigstens zu hören, wie sich das anhört. Aber selbst das ging nicht. Es scheint wirklich so, als ob das ein Fehlschlag war. Doch wartet! Kann denn eine Spielekonsole mit so einer Disk vielleicht etwas anfangen? Nun, ich habe hier einfach mal meine Wii angemacht, um zu schauen, was da kommt. Und auch sie kann damit nichts anfangen. Und ich könnte dies natürlich auf allen weiteren Konsolen versuchen, die ich hier habe, aber das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Es geht nicht. Ja, das ist irgendwie schade, dass dies nicht funktioniert hat. Denn es wäre wirklich super gewesen, solche Datenträger zu produzieren hier daheim über den 3D-Druck. Denn irgendwann werden solche CDs, DVDs oder Blu-rays nicht mehr neu verfügbar sein. Irgendwann ist da fertig. Aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum das nicht ging. Nun, jede normale CD hat die Datenspur von der Fabrik schon eingeprägt und anfangs ein Inhaltsverzeichnis. Und darin sind Informationen enthalten, was für eine Art Disk es ist, die Lesegeschwindigkeit, die okay ist dafür und halt eben ein Verzeichnis, wo welche Daten auf der Disk gespeichert sind. Und diese Datenlinien sind bei einer CD 700 Nanometer dick. Das ist unmöglich für jeden 3D-Drucker so etwas nachzustellen. Was mich nun zur alles entscheidenden Frage bringt. Warum versuche ich so etwas denn überhaupt dann? Naja, warum denn nicht? Es hätte ja sein können, dass es funktioniert hätte. Einfach mal halt das ausprobieren, ne? Ihr wart doch bestimmt auch neugierig. Aber ich sag zumindest mal so viel dazu. Wenn ihr weitere solcher dummen Experimente sehen wollt, dann abonniert mich gerne, um so etwas oder auch weitere Technik-Sachen von mir zu sehen, um dies halt auch nicht zu verpassen. Und dann sag ich mal, man sieht sich...